Ja, grüßt euch miteinander. Wie soll ich sagen? Heute ist Welttierschutztag. Und da möchte ich ein bisschen was dazu sagen. Toll, dass es den Tag gibt. Aber auch traurig, dass es es geben muss, den Welttierschutztag, möchte ich behaupten. Dass man viele Leute daran erinnert, dass man die Tiere einfach schützt. Meine Meinung ist, normal sollte man es gar nicht schützen müssen, aber es ist leider so, dass das heutzutage ganz schlimm ausartet mit den Tieren und dass man es einfach schützen muss. Es gibt aber ein Tierschutzgesetz, da steht drin, was ich so weiß, wenn ich nicht ganz falsch liege, dass man einem Tier kein Leid und keinen Schmerz zufügen soll. Das Tierschutzgesetz ist für mich eine Lachnummer, weil sich da eigentlich gar keiner dran hält. Und so viel Leid und Schmerz und Qual auf der Welt bei den Tieren passiert, und das ist unvorstellbar. Wie soll ich sagen, wenn einer einem Menschen Leid zufügt, dann ist das Gejammer groß und das Geschrei groß, wenn da was passiert, oh, wie kann man sowas machen? Aber wenn einem Tier was passiert, da schaut, wie soll ich sagen, die meiste Menge von der Menschheit. Es gibt viele tolle Leute, wo der Tierschutz unterstützt und die Tiere helfen. Gott sei Dank gibt es die und es gibt immer mehr. Aber der Großteil schaut weg, wenn sowas passiert, und das ist einfach grausam. Wie soll ich sagen, Tierschutzgesetz, wie gesagt, eine Lachnummer. Ganz schlimm, dass da nichts passiert. Und wenn man einem Menschen einfach Leid zufügt, dann ist die Polizei da, dann wirst du verhaftet, dann kommst du vielleicht auch in den Knast, was bei Tierskandalen ganz selten der Fall ist. Und das ist das Schlimme, weil da einfach so gut wie nichts passiert. Und darum braucht man den Tierschutztag, so den Welttierschutztag. Was toll ist, muss ich sagen, dass es den gibt. Wie gesagt, Leute vielleicht zum Umdenken bringen. Ich sage immer, ist meine Meinung, wir sind nicht mehr wert wie ein Tier. Wir sind alles Lebewesen, wo Gefühle haben, Schmerzen empfinden können. Wir alle. Und da sollte man keine Unterschiede machen, der ich jetzt behaupte, weil wir einfach alles Gottes Geschöpfe sind. Und wir sollten miteinander auf der Welt leben, nicht Ausbeute und Gier und Leid dahinter stecken sollte da. Wie gesagt, einfach gleichwertig auf dieser Welt leben, das wäre mir ganz wichtig, und dass da halt einige Menschen noch mehr darüber nachdenken, was man überhaupt mit den Tieren macht, gell, Tettel? Ja, ne? Ja, das wollte ich sagen, und was ich noch sagen wollte, ich bin unendlich dankbar, dass wir auf unserem Wohlfühlhof unsere Rinder, Ziegen, Katzen, Hühner und Enten schützen können vor der Welt da draußen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir das können. Ist ein kleiner Teil, aber die schützen wir, dass noch nichts passiert, dass noch gut geht. Und dass sie sich einfach wohlfühlen bis an ihr Lebensende. Okay, das wollte ich sagen. Wie gesagt, ich hoffe, dass der eine oder andere sein Lebensstil vielleicht umstellt. Man sagt immer, das ist heute ein neues Wort, ich bin ja ein bisschen ältere Generation, go vegan. Es ist eine Umstellung, es gibt aber alles zum Essen. Man hat auch viele Auswahl. Die gleiche Geschmacksrichtung, wie es früher war. Ich habe früher auch Fleisch gegessen, aber ich bin jetzt auch 11 Jahre ohne Tierleid. Und da bin ich stolz drauf. Und das brauche ich auch nochmal, weil da gibt es halt so viele Sachen zum Essen. Es ist nur eine Gewohnheitssache. Und das geht eigentlich ziemlich schnell, aber man hat ein gutes Gewissen gegenüber der Natur, der Umwelt und den Tieren. Und das ist das Schöne, wenn man das dann macht. Und wie gesagt, vielleicht ist da ja der andere dabei, wo sich auch umstellen kann. Okay, das war's. Das waren meine Worte zum Welttierschutztag. Bis dann. Danke für alles. Macht's gut. Pfiat's euch.